ASMR. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten ASMR-Video. Ich bin euch ehrlich, ich bin unfassbar nervös gerade. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wann ich denn endlich mit ASMR anfangen kann. Und jetzt dachte ich mir, let's go. Und ich starte das Ganze jetzt, weil ich mir die selber tatsächlich auch ganz gerne anhöre. Solche Beauty-ASMRs, weil mir das irgendwie total gefällt, gerade mit so einem Lipgloss oder so. Ich finde, das Geräusch klingt so nice. Und warte, ich kann euch ja eigentlich auch mal direkt das Geräusch zeigen, wenn ihr wollt. Ich hoffe natürlich, dass ich das so hinbekomme. Ich hoffe, euch hat das Geräusch gefallen. Ich mag das eigentlich super, super gerne. Ich muss jetzt auch tatsächlich sagen, ich würde mich sehr freuen, falls euch das Ganze bis jetzt schon mal gefallen hat, dass ihr natürlich ein Like da lasst und den Kanal natürlich auch abonniert, um mich natürlich ein bisschen zu motivieren, weiterzumachen. Aber ich bin da guter Dinge und ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, einmal die Woche ein Video hochzuladen. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze auch klappt. Aber ich bin eigentlich immer sehr zielstrebig. Daher sollte das Ganze an sich eigentlich funktionieren. Kurz mal an alle, die mich vielleicht gerade neu entdecken oder mich einfach nicht so gut kennen. Ich heiße Samantha. Ich bin 23 Jahre alt. Mich nennen tatsächlich eigentlich alle Sammy. Übrigens ein lustiger Fun Fact: Bis vor, ich glaube, 3 Jahren hatte ich nie einen Spitznamen, weil ich das richtig schlimm fand. Aber inzwischen kann ich das Sammy gar nicht mehr weghören. Irgendwie, ich liebe das einfach, wenn mich Leute Sammy nennen. Da mein Name einfach super kompliziert ist und die meisten den einfach nicht aussprechen können. Und mich das meistens total triggert, wenn es Leute dann falsch aussprechen. Aber ich meine, eigentlich kann ich denen ja auch nicht böse sein, weil mein Name gibt es eigentlich so gar nicht oder er ist nicht so im Gebrauch, sag ich mal. Das heißt, glaube ich, sehr wenig Leute Samantha. Genau, ich komme übrigens aus Mannheim und daher wundert euch doch bitte nicht, falls in dem Video oder in den zukünftigen Videos es vielleicht irgendwie mal ein bisschen schwierig wird mit dem Sch und Ich, weil das ist ein super großes Problem von mir tatsächlich. Ich kann das nicht so gut unterscheiden mit dem Mannheimerisch und habe da einfach super große Probleme. Ich versuche das eigentlich immer abzulegen, weil mir gefällt das Mannheimerisch absolut gar nicht. Falls ihr euch jetzt fragt, wer der Kollege ist, das ist Bernd. Er begleitet mich, glaube ich, schon meine ganze Social-Media-Zeit. Ich mache ungefähr so seit 3 Jahren aktiv Social-Media, würde ich sagen. 2 davon auch sehr aktiv auf Twitch. Ich streame eigentlich jeden Tag. Ich mache ab und zu mal eine Streaming-Pause von einem Tag halt eben, um da vielleicht meinen anderen Stuff zu erledigen oder Arzttermine wahrzunehmen. Ich habe Bernd übrigens auch tatsächlich tätowiert auf meinem Bein bzw. auf meinem Knöchel, weil der irgendwie so krass dazu gehört. Also egal welchen Content ich mache, irgendwo ist auch Bernd dabei. Tatsächlich. Also unter anderem mache ich, wie gesagt, Twitch, TikTok, Instagram und ansonsten findet man mich, glaube ich, auch auf jeglicher anderer Plattform. Ich irgendwie überall. Das Einzige, was ich nicht wirklich aktiv gemacht habe, ist YouTube. Und deswegen
starten wir das Ganze. Und ich hoffe, sehr, dass ihr Spaß daran habt. Ich werde mich einfach heute in dem Video ein bisschen damit beschäftigen, ein paar Sounds auszuprobieren. Also seid bitte lieb, versteht, dass ich vielleicht nicht alles so gut hinbekomme, und schreibt gerne in die Kommentare, was ich denn besser machen könnte. Kurzer Fun Fact hier mal am Rande. Bei mir ist es immer super ruhig, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Ich weiß nicht wer, was, wie, aber irgendein Auto steht vor meiner Tür und hat unfassbar laute Musik an. Es klingt, als ob ein Club neben mir ist. Es ist so unfassbar laut. Wirklich, einmal entschließe ich mich, ein ASMR-Video zu machen. Und das passiert. Unglaublich. Wow. Okay, let's try some sound. Falls ihr generell Videovorschläge habt, in welche Richtung ich tatsächlich gehen könnte oder was ihr euch wünscht, dann sagt da auf jeden Fall bitte Bescheid. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht so Einschlafvideos oder Get Ready With Me in ASMR-Version. Mundsounds. Ich würde sagen, wir tryen gleich auch mal ein paar Mundsounds. Ich tue mich damit, glaube ich, ein bisschen schwer, aber ich versuche es auf jeden Fall mal. Tatsächlich sage ich immer Mundsounds, weil mir das Wort Mouth Sounds so schwer fällt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das Wort echt schwierig für mich. Aber wir tryen jetzt mal einfach ein paar Sachen. Fest im Jahr Weihnachten. Ich liebe Weihnachten über alles, wirklich. Ich setze es über jeden Feiertag drüber und vor allem auch über meinen eigenen Geburtstag tatsächlich. Den mag ich nicht so gerne, aber Weihnachten ist mir so, so wichtig. Ich muss jetzt aber auch tatsächlich dazu sagen, ich bin total der Sommermensch. Aber wenn es um Weihnachten geht, wow, 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 ich liebe Weihnachten. Ich muss tatsächlich sagen, in Mannheim schneit es leider so, so selten, was mich voll traurig macht.
es ja vielleicht sogar schneit. Wer weiß es schon. Das ist tatsächlich so ein Reinigungsslime. Damit mache ich tatsächlich immer meine Tastatur sauber. Genau. Den habe ich mir, glaube ich, damals in irgendeinem Elektrofachhandel gekauft. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich glaube, alle, die eine Tastatur haben, wissen, wie die irgendwann aussieht. Jetzt mal versuchen, ganz sacht übers Mic drüber zu machen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht blöd. Naja, mal schauen, wie es dann klingt. Ich habe hier Kaugummi stehen. Vielleicht probiere ich das ja glatt mal aus. Okay, let's try.